Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Comet Mission Black Sea in der Kampagne Task Force 369er und der Mission Poking the Bear. Hier oben, wie jetzt immer, der Link zur gesamten Playlist der Mission, solltet ihr was verpasst haben. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und ich freue mich sehr, heute weiter mit euch den Feind zu reduzieren, wenn alles gut geht. Wir hatten ja beim letzten Mal eine überraschende Wendung. Ja, neue feindliche Kräfte sind eingetroffen und darunter auch neue feindliche Luftabwehrkräfte. Ich bin gespannt, wie wir das vielleicht heute alles nochmal hinbiegen. Oder ob das vielleicht für uns dann doch die Mission zum Scheitern bringt. Aber damit gehen wir erst in den Rückblick vom letzten Mal und treffen uns dann im Spiel wieder. Wie ihr vielleicht im Rückblick nochmal gesehen habt, haben wir jetzt leider auch eine Drohne verloren. Das sorgt auch dafür, dass sie hinten leicht schlechtere Sicht haben. Sehr, sehr ärgerlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier hinten ist. Es könnte tatsächlich eine Maverick sein. Wir können ja mal reingucken, wer hat die F-16er unter seiner Fuchtel? Ich glaube, du warst das. Attacking, also eine ATGM wurde, glaube ich, noch abgefeuert. Mit ein bisschen Glück könnte es also sein, dass die hier jetzt sogar das Luftabwehrfahrzeug gleich vernichtet. Das wäre dann natürlich viel, viel Schwein gehabt. Ansonsten haben wir unsere Artillerie hier frei. Hier in ungefähr 2 Minuten kommt Feuer auf den Gegner. Wäre schön, wenn wir von unseren Ballerbrüdern eventuell den Bradley wieder in eine Position fahren könnten, von wo aus er vielleicht ein wenig supporten kann. Fahren ihn erstmal so ein Stücken vor und bleiben dabei im Wald. Meine Hoffnung ist, dass wir von dem Panzer jetzt so ein bisschen die Optiken beschädigt haben, weil zerstört haben wir ihn, glaube ich, nicht. Knocked out. Er hat keine Drohne mehr selber zur Verfügung. Trotzdem hätte er hier hinten noch gute Sicht. Der fährt hier durch den Krater durch, den haben wir also leider nicht immobilized. Und wir haben ihn leider verloren. Mit dem Humvee müssen wir jetzt sehen, nachdem wir da den Slammer verloren haben, weil er ja jetzt doch eine nicht unerhebliche Menge Feinde kam. Denke ich, ist es sinnvoller. Aber auch hier müssen wir aufpassen, da ist ja auch ein Feindpanzer. Wahrscheinlich sollten wir uns, was Fahrzeuge angeht, jetzt sowieso erstmal ein Stück weit zurückhalten, den erstmal wieder hier hinter Gebäude bewegen.
Wir fahren gehen hier an die Bäume ran, dann hat er ein bisschen Sichtdeckung. Ja, vielleicht ein wenig wirken. Aber natürlich ist da die Gefahr hoch, dass es ihn erwischt. Die sollen sich die Javelin aus dem Fahrzeug holen. Genau, das passt aber. Point Target dort. Zwei reichen. Precision General. Sofort. Dann sollten wir den immerhin noch mit zerlegen. Ist eine Straßensperre mehr an der Stelle. Danach können wir versuchen, den zu immobilisieren. Und eventuell den zu vernichten. Ja. Denke ich, hier haben wir gute Chancen, dass die doch stark reduziert werden. Ich glaube, die Tiger haben schon alle keine Schützen mehr oben drin. Und Mörserfeuer kommt ja auch bald, also da haben wir vielleicht ganz gute Karten. Die sind unterwegs ein bisschen spät leider, wenn die früher da gewesen wären, wäre die Gefahr niedriger, dass der Panzer die sieht. Aber gut, wir schauen mal, was bei diesem Zug rauskommt, würde ich beinahe mal sagen. Bin ich mal gespannt. Thank you.
request fire mission out. Rounds complete. Out. Target identified. Vector's inbound. Leider nicht hier gleich das Fahrzeug getroffen. Wie gesagt, ich tippe da auf eine Tunguska, weil ich sowohl Gunfeuer als auch Raketen sehe. Diese Flugkörper. Ja, der Panzer hier, dem geht es immer noch tippitoppi gut. So ein Pech. Der kommt nochmal rum. Noch eine Maverick dabei. Schauen wir mal, ob er noch was schafft, bevor die Tunguska ihn vielleicht erwischt. Hier sollte jetzt gleich Artilleriefeuer runterkommen. Das ist ganz gut. Und meine Hoffnung ist natürlich auch so ein bisschen, dass der jetzt hier gleich was sieht. Der Trupp. Also guckt, sollten die eigentlich in der Lage sein, wenn der Rauch sich hier lichtet, ihn zum Beispiel zu sehen. Oder vielleicht sogar dann da das Luftabwehrfahrzeug. Da bin ich mal gespannt. Bisher macht der Bradley sich hier auch ganz gut zusammen mit dem Mobile Gun System Striker. Klar, der hat jetzt hier keinen Durchschlag erzielt, aber ein bisschen Glück hat er was an dem Fahrzeug zerschossen. Also alles in allem bin ich Stand jetzt eigentlich zufrieden. Gegner ist jetzt hier natürlich ein bisschen geblendet, aber ein bisschen Glück. Ja, der hat sich festgefahren, da können wir also eh nicht mehr viel mitmachen. Gerade sagen, mit ein bisschen Glück. Ich überlege gerade, wo man die vielleicht nochmal einsetzen könnte. Aber es ist halt auf dem Punkt hier hinten haben wir leider sehr, sehr schlechte Sicht. Wen haben wir hier? Haben wir Fahrzeugbesatzung oder reguläre Infanterie? Sieht aus wie Fahrzeugbesatzung. Kann sein, dass die Infanterie sich hier auch gelöst hat und ausweicht. Sie hier auf abgewandte Seite kriegen könnten. Das wäre ganz gut. Aber da werden wir wohl nicht schnell genug sein. Da gegebenenfalls noch was
reißen zu können. Das heißt, der nächste Übergang. Wo wir versuchen könnten, sie irgendwie zu erwischen, wäre irgendwo hier hinten. Da ist die Position hier nicht erhöht genug ist. Hier gegebenenfalls nachführen. Lassen den Trupp noch eine Minute hier, gucken, ob der noch was erreicht. Schauen wir mal, was die Tunguska erreicht. Und wir müssen ein bisschen vor feindlichem Feuer, was auf uns kommt, achten. Der Gegner scheint auch uns Artillerie auf den Kopf schicken zu wollen. Vielleicht läuft es ja. Wäre ja nicht schlecht. Ja, wir schauen mal.
mission. Out. Gut, ja, natürlich ganz schön Schotter. Ja, gut, eine Kompanie Panzer. Also, Respekt, was der Gegner hier nochmal so in der zweiten Welle vorbringt. Hier ist irgendwas eingeschlagen. Wir haben aber auch tatsächlich wieder was verloren. Und zwar einer unserer Helis wurde noch abgeschossen. Das ist ärgerlich. Ich denke jetzt aber langsam tatsächlich, wenn das hier nur ein Luftabwehrfahrzeug ist, nehmen die bald die Raketen aus. Mit ein bisschen Glück schießt das Ding sich leer. Ich habe jetzt also nicht die ganzen Missions quasi streichen. Ich nehme das jetzt so hin und hoffe, dass das Ding nicht zu großen Schaden macht. Alleine auch, um hier den Gegner weiter zu reduzieren, so gut es geht. Ob wir von denen noch viel wegknabbern können, weiß ich nicht. Tatsächlich bin ich aber von unserem Erfolg hier hinten relativ begeistert. Also ich denke, das ist ganz gut. Wenn wir hier den Feind noch weiter vernichten, haben wir da, glaube ich, auch einiges geschafft. Und sollten wir es schaffen, hier in eine Position zu kommen, dass wir hier mit unseren Javelins den Gegner noch weiter vermindern können, ist das auch nicht schlecht. Der Panzer hier bewegt sich noch nicht. Ich möchte versuchen, den zu immobilisieren dann beim nächsten Mal. Und ähnlich hier. Und hoffe, dass er auch nochmal irgendwie von wem da oben gesehen wird, den dann wegmacht. Und dass sie hoffentlich die Optiken von dem schon einen weg haben. Könnt sich ja überlegen, weil wir hier hinten überall Kontakte haben, ob wir hier nicht mal eine Feuermission versuchen reinzubringen. Aber ich denke, da haben wir einfach keine Sicht hin. Nee. Da sind wir leider ein wenig blind. Nichtsdestotrotz, den können wir vielleicht noch wegknacken und dann das und mit ein bisschen Glück übernimmt die Air Force dann noch sehr, sehr viel von den Kräften, die hier jetzt noch auf der Karte sind. Da bin ich mal gespannt und ja, würde damit aber sagen, auf heute Feierabend und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut bei Comet Mission Black Sea Poking the Bear mit mir, Tim und mit euch. Und dann würde ich sagen, wie immer, bis denn dann. Tschüssikowski, ciao, ciao. Ein wunderschönes Glück auf nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr wie immer hier oben und dort unten weiteren Content. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, den Kanal abonniert und wenn ihr dann auch immer informiert sein wollt, wenn neue Videos kommen, dann klickt die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit Combat Mission und anderen Wargames. Bis denn dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.